Hallo und herzlich willkommen in meinem Keller. Ja, im Keller, nicht im Wald. Denn dieses Video dient jetzt eigentlich nur dazu, euch mitzuteilen, weshalb ich keine brauchbaren Videos produziert habe diese Woche. Nämlich, ich bin im Keller gesessen und habe den Keller meinen Bedürfnissen angepasst und es einige, ja, also es ist, befindet sich auf dem Weg zum Outdoor-Keller, also schon ein Indoor-Keller, aber mit Outdoor-Zeug im Indoor-Keller. Ihr wisst, was ich meine? Nein. Jedenfalls habe ich mir jetzt hier ein Sport-Wissens-Touren-Vorbereitungs-Gemütlich-Rumsitz-Party-Vorratskeller angelegt. Ja, so irgendwie so. Und dieses Video ist vollkommen sinnlos, wenn euch nicht wirklich interessiert, was ich in meinem Keller getrieben habe. Und es enthält vielleicht noch die ein oder andere persönliche Information zu mir, die euch im Prinzip auch scheißegal sein kann. Also ihr werdet hier definitiv nichts dazulernen und nichts Sonstiges irgendwie Interessantes erfahren. Wenn ihr also trotzdem zuschaut, dann beschwert euch hinterher nicht, dass ihr nichts Interessantes erfahren habt. Das ist jetzt bloß ja so eine Art Keller-Vlog, wenn man so möchte. Und später wird das hier also jetzt auch mein Studio quasi sein, wenn ich mal Indoor-Videos drehen möchte, zum Beispiel die Forstgeschichte oder so. Das bietet sich enorm an, hier unten mit der Forstgeschichte weiterzumachen, weil ich hier die entsprechende Literatur habe. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er im Bereich der Vegetationskunde, der Botanik, der Geschichte und der Kunst quasi Wikipedia im Keller stehen hat. Glaubt ihr nicht? Werden wir gleich angucken. So, ansonsten hier der Hintergrund, das ist die japanische Wand. Kann man am Rande daran erkennen, dass da auch so japanische Dinge in Anführungszeichen hängen. Und ja, eben war mein Onkel und meine Tante da, denen habe ich natürlich erzählt, dass das die japanische Wand ist und das Objekt hier über mir rein dekorative Zwecke erfüllt. Eigentlich ist es genau andersrum. Das andere Zeug so drumherum soll davon ablenken, dass dieses Ding da oben keinesfalls dekorative Zwecke erfüllt, sondern das ist eben auch mein Trainingskeller. Ich werde mir hier auch noch diverse Sportgeräte reinstellen, die ich dann hoffentlich ausnahmsweise mal benutze. Ich meine, man hat ja sowas. Man hat sowas, um es in der Regel nicht zu benutzen. Und das hoffe ich wird jetzt anders, wenn ich hier so einen richtig coolen, gemütlichen Keller eben auch mit Trainingseinrichtung habe, dass ich dann auch häufiger mal trainiere. In die Ecke kommt zum Beispiel noch der Boxsack, dass ich mal meine Taekwondo-Kenntnisse regelmäßig up-to-date halte und dann auch bevor ich ins Training gehe, also ich gehe auch regelmäßig richtig trainieren im Verein, auch mal ein bisschen daheim noch ein bisschen üben kann, weil ich bin aus der Übung, war lange Jahre, habe ich pausiert und fange jetzt quasi wieder an und stelle fest, mit fast 32 ist man halt eben keine 18 mehr. Und deswegen, so manche Gelenke knacksen ein bisschen, das eine oder andere Band ist nicht mehr ganz so beweglich wie vorher. Und deswegen muss ich ein bisschen extra zu Hause trainieren, damit ich mit den ganzen jungen Hüpfern im eigentlichen Training dann halbwegs mithalten kann. Boah, halbwegs. Wenigstens habe ich mehr Masse mittlerweile. Das heißt, der Sandsack geht eher kaputt, wenn man draufhaut. Bisher ist jetzt das Einzige, was darauf hinweist, dass es sich hier um eine Trainingsfläche handelt für Kampfkunst aller Art, dass eben schon das Waffenregal an der Wand befestigt ist. Momentan nur mit einer Waffe. Das werden dann schon noch mehr. So nach und nach. Ach ja. So, was haben wir hier noch? Wir haben Bretter. Weil es ist halt schon eigentlich noch Baustelle und ich bin hier noch lange nicht fertig, eben alles einzurichten, so wie ich das haben will. Aber ihr habt nicht ausgeschaltet und deshalb zeige ich euch jetzt wirklich mal meinen bescheuerten Keller, wie der jetzt bisher so aussieht. So, also ich filme das jetzt folgendermaßen und zwar, wir sind jetzt hier im Dunkeln, jetzt kommen wir in den Keller. Tada! Und ja, wie gesagt, ich muss noch einiges aufräumen und die Lichtsituation verbessert sich spürbar. Und hier haben wir nun das Vorratsregal. Also zumindest soll das mal das Vorratsregal werden. Ich habe jetzt nicht gerade nur zu Demonstrationszwecken eine Dose Ravioli reingestellt, auch wenn das lustig gewesen wäre, aber habe mir gedacht, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Ich räume das nachher noch, was heißt nachher, irgendwann in den nächsten Tagen auch voll. Ich habe ja schon Vorräte. Es ist nicht so, dass ich jetzt erst auf die Idee komme, mir welche anzulegen. Die sind nur noch woanders und die kommen jetzt hierhin. Ja, und irgendwie ein bisschen
Wasser werde ich mir auch noch irgendeine Stelle suchen müssen, wo ich das deponiere. Das ist halt doch vergleichsweise voluminös. Ein Liter braucht ein Liter Platz. Haha. Und ja, also das ist auf jeden Fall so die Prepper-Sektion in Anführungszeichen, dass ich halt eben dann doch zumindest so weit vorbereitet sein will, dass ich zumindest mal Lebensmittel für 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem wie viele Personen dann sich hier aufhalten, für mich alleine wird es auf jeden Fall 4 Wochen reichen, wahrscheinlich noch deutlich länger. Ich kaufe auch noch ein bisschen was dazu, dass ich auf 6 Wochen komme, das ist so mein persönliches Ziel. Das kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Ich bin ja kein Prepping-Kanal, aber ich finde, so ein gewisses Mindestmaß an Nahrungsmitteln und Wasser sollte man halt dann schon eben daheim haben, dass man dann wirklich nicht völlig aufgeschmissen ist, wenn es mal 3 Tage nichts zu essen zu kaufen gibt. Das kann ja wirklich, ohne irgendwelche schlimmen Szenarien sich ausdenken zu müssen, durchaus mal vorkommen. Da könnt ihr euch zum Thema Prepping aber besser einen Prepping-Kanal angucken. Das bin ich ja nicht. Ich mache es nur halt eben auch, wie das jeder mini-mini-maß zumindest schon tun sollte. Also da bin ich absolut konform mit den gängigen Prepping-Kanälen. Ich will jetzt keinen empfehlen, ich hätte da so einen Favorit. Ne? Jo, und die Hälfte vom Raum hier hätte ich jetzt halt eben als Trainingsbereich konzipiert. Und hier ist halt eben auch durchaus genug Platz, dass man mit diesem Ding hier hantieren kann. Wie man sehen kann, also bis zur Decke ist da noch reichlich Platz und da kann man dann entsprechend den Schwachsinn mit diesem Ding hier anstellen. Aber ich will hier jetzt ja nicht irgendwas vorführen oder sonst wie, sondern nur kurz darauf hinweisen, dass ich halt also eben durchaus vorgesehen habe, mir hier eine Indoor-Trainingsfläche für diverse Nahkampfwaffen eben einzurechnen und eben waffenlos dann da hinten an dem Sandsack, der sich dann in dieser Ecke befinden wird. Ich habe hier theoretisch auch schon einen alten Schrottsandsack noch rumliegen, der auch noch einen alten Schrotthaken hier oben in der Decke besitzt. Aber das Ding ist ziemlich marode und viel zu leicht und bringt es nicht wirklich, dass man da nennenswert was mit anfangen könnte. Aber das ist jedenfalls jetzt hier eben so der Plan. Ich habe hier definitiv genug Platz, um ordentlich trainieren zu können. Insbesondere wenn noch der Gruß, der hier noch im Weg rumsteht, wie dieser Stuhl, weil ich mal wieder zu faul zum Stehen war, noch weg ist. Alles schön sauber gemacht ist. Und dann mit Boxsack in der Ecke, hier eventuell noch Mattenboden, wenn man irgendwelche Wurftechniken und Ähnliches trainieren möchte, Bodenkampf und so ein Krempel. Ich mal auch einen Sparringspartner da habe, da gibt es auch noch diverse Möglichkeiten, eben auch gerade durch den örtlichen Verein, dass man dann da vielleicht ein bisschen was organisieren könnte. Das sind so meine aktuellen Pläne zur Nutzung meines Trainingsbereichs. Ja, das hier ist die gemütliche Aufenthaltsbereich mit Tisch, mit Zeug auf dem Tisch, was da gerade noch rumliegt, mit obligatorischem schwarzem Wasser aus dem Schwarzwald. Und ich habe noch gerade festgestellt, ich habe hier sogar WLAN und kann hier dann sogar mit dem Laptop arbeiten und das Internet benutzen. Dass ich hier unten mit dem Laptop arbeiten kann, das war mir von vornherein klar. Aber dass ich dabei zusätzlich noch das Internet zur Verfügung habe, das überrascht mich jetzt positiv. Ich habe mir auch schon so ein bisschen die Wände dekoriert, da werde ich noch einiges anderes Zeug aufhängen. Von der Nachbarin netterweise diese überaus interessante Lampe bekommen. Irgendwie finde ich, dass die ganz gut reinpasst. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die so behalten werde. Das hier ist übrigens der Navigationstisch, auf dem ich hier jetzt gerade sitze. Dazu erzähle ich euch gleich nochmal separat was. Und Plan ist eben in diesem Regal hier links, dass ich da meine Ausrüstung verstauen werde. Ganz oben kann man auch Isomatten hinlegen. Mit Schlafsäcken muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht hänge ich die auch irgendwo hin an den Rand, dass ich mir dann noch einen Schlafsackbügel in Anführungszeichen installiere. Das wären so mögliche Verwendungen für diese Wand. Aber ich möchte den Großteil meiner, ja, sagen wir mal, häufig verwendeten Ausrüstung tatsächlich eben hier in dem Regal unterbringen. Nicht den guten alten Tisch hier kaputt machen, Schrank, Kommode. Das ist ein Kartenschrank, sowas kriegt man heutzutage kaum noch. Ja, hier nochmal meine Sitzecke in etwas näher. Ja, den Tisch habe ich jetzt sogar neu gekauft. Die Stühle sind auch neu, davon gibt es insgesamt 3 Stück. Falls ich halt dann doch mal hier unten Besuch bekommen sollte oder mal auch einen Touristen für Waldzwecke da habe, was noch Zukunftsmusik ist, aber eines Tages
Wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Dann kann man sich hier auch mal ein bisschen hinhocken und ein bisschen Planung betreiben. Der Tisch ist ausziehbar, da kann man dann noch dieses Brett einbauen und hat dann wirklich richtig schön viel Platz. Auch wenn es dann hier in der Ecke ein bisschen eng wird, dann muss man halt mit dem Tisch umziehen in den Trainingsbereich. Der bleibt ja frei, da ist dann auf jeden Fall viel Platz. Und dann kriege ich hier auch jede Menge Leute unter. Und wenn ich Geburtstag habe, was auch nicht mehr so lange hin ist, kann ich hier jetzt auch Party machen. Also Party in Anführungszeichen, ja. Also Disco oder ähnliches. Die Phase hatte ich tatsächlich mal. Man glaubt es mir gar nicht, man traut es mir gar nicht zu. Aber die ist lange vorbei. Und nachdem ich jetzt zu viel zu meinem großartigen Kartenschrank erzählt habe, könnt ihr da auch mal reingucken. Also da sind alle möglichen, auch noch teilweise Bücher drin, Hefte, die auch Ergänzungen und Erläuterungen zum entsprechenden Kartenmaterial enthalten. Alles, wie gesagt, ziemlich alt. Wann ist das geschrieben? 1967. Mit Abstand nicht das älteste in diesem Keller. Teilweise hier auch geologische Karten, handgezeichnete Karten, die ich aus Nostalgiegründen aufhebe. Die hat mein Vater dann gezeichnet. Der war ja Botaniker und Geologe. Hier eben einmal gesamt Niedersachsen in wunderbaren, tollen, topografisch 1:50.000. 50.000 Karte, mit der kann man wirklich ganz hervorragend navigieren. Auch in Nienburg an der Weser. Und wenn ihr hier mal ein bisschen drauf guckt, also das sind wirklich die top topografischen Karten. Sowas kriegt man heutzutage zwar auch noch, aber es gibt echt kein besseres Kartenmaterial. Jedes Haus ist eingezeichnet. Quellen sind wirklich auch vermerkt. Stellen, wo es ein bisschen feuchter sein könnte vom Boden her, sind auch alles drin vermerkt und so weiter und so fort. Wenn sie jetzt noch ein bisschen aktueller wären, wäre das natürlich noch viel toller. Und wenn ich jetzt noch in Niedersachsen wohnen würde, das würde noch einiges noch viel einfacher machen. Aber dieser Kartenschrank, das ist schon was Cooles. Zumal man da eben auch Karten in aufgerollter... Moment, jetzt müssen wir es sehen, hier in aufgerollter Form drin deponieren kann oder eben sogar in ausgelegter Form. Und da hat es schon noch einige sehr spezielle, interessante Dinge. Sowas muss man erstmal erklärt bekommen, damit man weiß, was das bedeutet. Hier habe ich auch nochmal eine Gesamtkarte zu Niedersachsen mit auch historischen Karten, politische Gliederungen um Jahre 0 und solche Dinge. Also wirklich ganz, ganz viele interessante, schöne Dinge an Kartenmaterial, die ich da geerbt habe. Und ja, hier auch größtenteils historische Karten, alles irgendwelches altes Zeug. Braucht man eigentlich alles nicht wirklich, aber ich finde es schon trotzdem cool. Selbstverständlich werde ich nach und nach in den Schrank auch meine eigenen Karten, die ich mir selbst gekauft habe, für die nähere Umgebung oder auch Schottlandkarten, Wanderkarten für Norwegen, Schweden und so weiter und so fort, nach und nach da auch reinpacken. Ein kompletter Satz Schottlandkarten ist übrigens auch drin. Also, wer weiß, ob ich mir nächstes Mal nicht überhaupt noch eine neue Wanderkarte für Schottland kaufe und nicht mal versuche, mit einer alten klarzukommen. Hätte auch so einen besonderen Reiz und wäre irgendwie mal ganz witzig. Ja, und dann fragt sich vielleicht der eine oder andere, was das Ding in der Bildmitte sein soll. Das ist ein Bodenprofil. Es hängt leider falsch, weil ich es nicht quer hinhängen könnte. Eigentlich müsste es so gedreht werden, also dass es dann so rum entsprechend da hängt. Eigentlich. Aber eins der Hobbys von dem Herrn da nebendran, diesem hier, war es eben, diese Dinge anzulegen. Deswegen habe ich jetzt erfreulicherweise ein paar davon. Das hier ist ein Potzol aus der Lüneburger Heide. Das schwarze in der Mitte, das ist eben der von oben nach unten verlagerte Aha-Horizont, also die organische Substanz im Boden, das, was eigentlich die Nährstoffe enthält. Und das ist typisch in einem Potzol, dass der Oberboden völlig ausbleicht. Das kann man rechts im Bild einigermaßen erahnen. Da ist so eine sehr helle weiße Linie, die gehört eben zu diesem ausgebleichten Horizont. Und die guten Sachen, die nährstoffreichen Sachen, verlagern sich weiter nach unten in den Boden, da das Ding falsch hängt, in diesem Fall nach links, und fallen dann weiter unten eben wieder aus. Für manche Pflanzen schon zu tief. Ein Baum hat durchaus Wurzeln, die weit genug runterreichen, um dann noch an diese Nährstoffe ranzukommen. Jetzt irgendwie ein Gras oder was, hätte da zum Beispiel keine Chance mehr und die Nährstoffe wären für das Gras nicht mehr erreichbar. Also das nur so ein ganz paar Worte zu einem Potzol. Ich mache euch gerne mal irgendwann eine ausführliche Bodenprofil
Besprechung im Rahmen dieses Videos muss das jetzt nicht sein, weil ich außerdem versprochen habe, dass ihr hier nichts Sinnvolles erfahrt. Scheiße, muss ich den ganzen Bodenprofilteil ja eigentlich rausschneiden, weil das war schon fast sinnvoll. Ja, und das hier ist jetzt quasi mein persönliches Heiligtum, mein Bibliotheksgang. Es ist gleich ein Gang geworden und es ist auch schon durchaus Absicht und dient angeberischen Zwecken, dass man hier quasi von Kopf bis Fuß in den Büchern steht. Unten sind auch noch welche, oben sind welche, vorne sind welche, hinten sind welche, überall Bücher. Und ja, ich gebe zu, damit will ich angeben. Aber davon abgesehen gefällt es mir einfach unglaublich gut, auch in normalen Bibliotheken in diesen Bücherregalen zu stehen. Also wirklich diesen engen Gängen, in die man gerade so kaum reinpasst, wenn man entsprechend die Schultern ausfährt, hat man schon Schwierigkeiten hier rumzulaufen. Ja gut, geht gerade noch so, ich brauche breitere Schultern, verdammt. Aber wenn man jetzt Arnold Schwarzenegger hier reinstellen würde, dann müsste so laufen. Also die Krabbenvariante. Und ja, der Gang enthält wirklich enorme Mengen an historischem Wissen zu sämtlichen Kulturen, die es mal irgendwie gegeben hat. Gibt es hier mindestens ein Buch, meistens mehrere. Jede Menge geologisches Wissen, also die ganze Erdentstehung, Erdentwicklung, sämtliche Erdzeitalter, Eiszeitalter und Gegenwart beispielsweise. Dazu ist wirklich ganz viel da. Und das Schöne ist, das sind auch alles Forschungsbereiche, in denen in den letzten Jahrzehnten wenig Neues entdeckt wurde. Beziehungsweise das Neue kann man relativ einfach nachlesen und dann zum vorhandenen Wissen sich selber im Kopf hinzuzufügen. Weshalb ich hier wirklich eine super umfassende Bibliothek eben zu den Bereichen Erdgeschichte und Geologie auch, jede Menge Zeug zu Gesteinen, Gesteinsbildung, Kontinentalverschiebung, all so ein Zeug. Dafür sind jede Menge Bücher da. Selbstverständlich ist es auch eine absolut umfassende pflanzensoziologische Bibliothek. Da ist so ziemlich alles da, was jemals geschrieben wurde. Fast. Nicht unbedingt jetzt die kleinen wissenschaftlichen Aufsätze, von denen auch viele, aber längst nicht alle. Die wesentlichen Bücher sind aber wirklich durchgehend vorhanden. Wenn sie nicht hier stehen, stehen sie woanders. Ja, das ist vor allen Dingen noch da. Dann jede Menge Kunst und Kunstgeschichte, also gerade vor allen Dingen historische Sachen. Moderne Kunst, kein einziges Buch. Aber alte Sachen, Kunst der Welt, verschiedener Kulturen. Wenn es eine Kultur gibt und diese Kultur hatte Kunst, dann habe ich hierzu ein Buch. Ein bisschen was ist noch zu Kriegsschiffen da, weil das ein Hobby meines Vaters war. Und da das hier der Tüxen-Bibliotheksgang ist, muss sämtliche Tüxens, also die Hobbys sämtlicher Tüxens, 3 Generationen zurück vertreten sein. Demzufolge gibt es tatsächlich auch Sachen zu den Hobbys des aktuellen Tüxens, das bin ich, und ein paar Videospielmagazine. Hier oben zum Beispiel. Die Videospielliteratur ist jetzt gar nicht so viel. Es sind auch noch ein paar Lösungsbücher zu irgendwelchen alten Computerspielen, die ich dann auch noch habe, beziehungsweise gerne gespielt habe, auch noch vorhanden. Der Gang liegt mir am Herzen. Außerdem ist noch natürlich zu sämtlichen anderen Naturwissenschaften einiges da. Chemie, Physik, Und ein paar Klassiker der Weltliteratur, wie zum Beispiel... Aus Gründen des Urheberrechts darf man eigentlich keine Bücher in die Kamera halten, außer der Verfasser ist lange genug tot. Moment. Das haben wir auch. Tada! Ein Buch, das man gefahrlos in die Kamera halten darf, weil der Verfasser lange genug tot ist. Der ist nämlich Alexander von Humboldt. Und der Verlag hat an dem Buch auch keine Rechte mehr. Das ist nämlich 187 Jahre alt. Angeber, Angeber! Moment, wo packen wir den Humberto Eco wieder hin? Dahin. Es ist mir wirklich ein Schatz, dieser Gang für mich. Hab da lange dran gearbeitet, dass der jetzt auch schön aussieht. Die Bücher waren vorher auch da, lagen aber irgendwann überall nur rum. Und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Regale an. Sicherlich ist auch diese Reihe hier, die Thelma, die Zeitschrift der Gesellschaft von Moor- und Torfkunde, glaube ich. Moment mal. Wie nennen die sich denn gleich? Deutsche Gesellschaft für Moor- und Torfkunde, die Thelma. Jawohl, davon habe ich auch fast sämtliche Ausgaben. Die aktuelle kommt dann eigentlich immer per Post. Weiß nicht, ob die jetzt weiterhin kommt, seitdem mein Vater verstorben ist. Aber
Fast sämtliche Aufgaben sind vorhanden. Wenn ich mich also mal in Richtung Moor noch weiter spezialisieren möchte, als ich mich da ohnehin schon auskenne, und da gibt es einiges, was ich noch dazu lernen könnte, da steht es drin. Da stehen sogar die Fachaufsätze drin und so richtig krasses Zeug. Ich habe aber natürlich auch einfache, normale, allgemein das Moor erklärende Bücher, alles da, was man da so braucht, wenn man sich mit dem Moor auseinandersetzen möchte. Selbstverständlich auch die historischen Varianten aus irgendeiner Bibliothek geklaut vor 50 Jahren oder was. Das ist, glaube ich, verjährt inzwischen. Ja, also sowas ist alles da. Im Übrigen sind hier die anderen beiden Tüxens, die in diesem Gang verewigt wurden, neben dem, der hinter der Kamera steht, auch noch an der Wand befestigt, beziehungsweise das akademische Schwergewicht Reinhold Tüxen fällt immer mal wieder runter, deswegen steht er jetzt auf dem Brett und ich besorge mir noch irgendwas, mit dem ich ihn besser festkleben kann. Ja, dann habe ich hier noch alle möglichen, teilweise auch schwachsinnigen Bücher. Das ist Absicht, weil man will ja wirklich einen kompletten Querschnitt durch die, oh hier, Thor Heyerdahl, Fatuhiva, auch sehr interessant, sehr lesenswert, so eine der ersten großen Abenteuerfahrten, die so stattgefunden haben. Na gut, da gab es noch viele andere schöne, spannende, aber das ist auf jeden Fall sehr lesenswert, nur mal so am Rande bemerkt. Es ist insgesamt sehr viel Japan auch vorhanden. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Also man sieht, dass man es nicht lesen kann. Vegetation of Japan. Und Okinawa. Ogisawara. Hokkaido. Hokkaido heißt die Insel. Entschuldigung. Ja, Japan ist auch so ein persönlicher Schwerpunkt meiner Vorfahren gewesen. Hier ist die kleine Lichtnische mit Lampe, weil ich dachte, das kommt cool. Teilweise ist auch ein Kinderbuch dazwischen. Hier zum Beispiel die Dinosaurier. Das hat mir mein Vater geschenkt, als ich noch ganz, ganz klein war. Hab da viel drin gelesen. Ist auch gar nicht schlecht für ein Kinderbuch. Sehr ausführlich. Es gibt auch komplette Reihen an Enzyklopädien. Hier zum Beispiel die neue Enzyklopädie des Wissens. Aktuell ist sie natürlich nicht mehr neu. Aber da ist alles mögliche interessante, tolle Zeug drin. Naturwunder der Erde. Hier wieder was aus dem Bereich Historisches, Leben in der Urzeit. Wir haben auch jede Menge eben geografische Bücher zu verschiedenen Bundesländern. Jedes Bundesland, Westdeutsche Bundesland. Als mein Vater die Bücher gekauft hat, gab es die Mauer noch, ist vertreten. Und hier auch nochmal der Burgenbereich. Also sowohl mein Vater als auch ich, er ist schuld, große begeisterte Burgenfans. Wilhelm Busch hat dazwischen nur so nochmal einen kleinen Farbklecks abgeben sollen. Der hat jetzt mit den Burgen natürlich sonst nichts zu tun. Aber zu sämtlichen Burgen, die es deutschlandweit gibt, habe ich mindestens einen Artikel in irgendeinem Buch. Besonders schön und gerade eben für mich interessant sind so Dinge wie die Baumlegenden rechts im Bild, Grundlagen des Pflanzenlebens, richtig alte Botanikbücher, ganz, ganz tolle Sachen. Da kommt man heute auch wirklich nicht mehr dran, außer in der Bibliothek und sowas dann in der heimischen Bibliothek zu stehen zu haben. Das ist einfach toll für mich. Das ist einfach wirklich schön zu wissen, dass man so ein Zeug da hat. Kontrastprogramm. Der Räuber Hotzenplotz und Eragon ist vielleicht euch auch ein Begriff, wenn ihr euch mit Fantasy-Literatur auseinandersetzt, beziehungsweise auskennt. Warum steht der hier unten und nicht oben in meinem Fantasy-Regal? Weil, den habe ich zweimal. Also wer mal Eragon die Weisheit des Feuers haben möchte und vorbeikommt, kann ihn sich rausnehmen. Aber eben einer der Schätze ist hier der Kosmos von Alexander von Humboldt, eben in einer nicht deutschen Erstausgabe, aber fast deutschen Erstausgabe, wunderbar erhalten. Und die Bücher sind, glaube ich, knappe 200 Jahre alt, also nicht ganz. Aber wirklich noch toll erhalten, kann man sogar so noch lesen. Das ist definitiv was, das hat auch nicht jeder im Schrank. Und mein persönlicher Liebling, um dann hier mal den Rundgang abzuschließen, ich kann euch eh nicht alles zeigen, dann sitzen wir morgen noch hier, ist dieser hier. Das ist nämlich tatsächlich Charles Darwins Reise um die Welt, ebenfalls in einer enorm alten deutschen Übersetzung und ist knappe 200. Leider flattert hier dieses Ding hier ab. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es festklebe oder nicht, weil wenn man es nicht festklebt, dann kann man sehen, was für ein toll illustrierter Einband unter dem Einband ist, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, dafür gibt es einen bestimmten Begriff, aber ja, das kriege ich jetzt gerade aktuell nicht zusammen. Aber das ist so
einer der Schätze überhaupt. Auch ein Buch, was ich sehr schön finde und wo ich wirklich mal reingucken muss, ist dieses alte Zoologie-Lehrbuch. Irgendwo habe ich auch noch ganz kurios Die Zelle. Die Zelle ist von daher witzig, weil das ein 40 Jahre altes Buch zur Zelle ist und da wusste man ganz, 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 ganz viel über Zellen eben noch nicht. Mikrobiologie und solche Späße, das war damals noch weitestgehend unbekannt. Deshalb auch ein besonders interessantes Schmankerlbüchlein. Jo, und zum Schluss habe ich hier auch eine relativ ausführliche Sammlung von Nachdrucken historischer Karten. Also das ist jetzt kein Original, Originale gibt es natürlich auch, aber die hängen nicht, zumindest nicht an der Wand. Und hier kann man schön sehen, warum die bösen Württemberger, also die Schwaben auf der falschen Seite vom Schwarzwald, so ein großes Problem für uns Badener waren damals historisch Von wann ist die Karte? Steht es gerade nicht drauf. Müsste ich nachlesen. Habe ich ein Buch dazu, wo drin steht, welche Karte wie alt ist und die Informationen zur entsprechenden Karte. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich vermute mal so irgendwas um 1600 wird das sein. Jedenfalls, wir sind quasi die Gallier. Markgrafschaft Baden ist nämlich bloß dieses kleine Fleckchen hier, ja, während überall sonst die Schwaben sind. Das ist wie mit den Römern und Asterix. Und wir hier in Baden, wir haben nämlich auch einen Zaubertrank, der heißt Wein. Deswegen ist unsere auch viel besser als der von Württemberg, weil wir hier die Enklave sind, ne? Ja, ist völliger Quassen, was ich jetzt erzähle, aber ich wollte es nur mal besagt haben. So, das war dann der Rundgang durch meinen Keller, wieder mit dem Schwert über dem Kopf. Vieles ist eben noch nicht ganz fertig. Vor allem hier der Trainingsbereich, in dem ich jetzt wieder hocke, der muss noch ein wenig bestückt werden. Die Regale, außer das Bücherregal, müssen noch bestückt werden. Das sind so die Hauptarbeiten, die noch zu tun sind. Und ich muss dringend sämtliche Fenster enormst sauber machen, weil die Lichtschächte, die dahinter sind, die sind zugewuchert mit allem Möglichen. Also nicht nur mit Spinnenweben, sondern da wohnen auch erstaunlich überlebensfähige Pflanzen drin, die jetzt dann weg müssen. Das Leben ist hart. Und ja, das sind so die Dinge, die noch zu tun sind. Und das hat mich halt eben die ganze Woche beschäftigt und deswegen konnte ich kein anderes Video produzieren als diesen Schund hier. Der wirklich, hoffentlich werdet ihr mir recht geben, relativ sinnlos ist und bestenfalls ein bisschen auf meinen eigenartigen Charakter schließen lässt. Ja, ich glaube, an dieser Stelle habe ich nichts mehr zu sagen. Das war ja auch enorm lang, wenn man bedenkt, dass ich euch bloß meinen verdammten Keller gezeigt habe. Also, macht's gut. Das ist vielleicht mal wieder ein Video für die Kategorie Gute-Nacht-Video. Für was anderes wird das wohl kaum taugen. Bis zum nächsten Mal und dann auch wieder was Vernünftiges. Macht's gut.